Hallo und herzlich willkommen beim Update Wirtschaft hier von der Frankfurter Börse. Wir machen heute gedanklich zusammen eine kleine Reise. Starten in Frankfurt über Österreich bis hin nach Asien, über Myanmar bis Indonesien und schließlich Lateinamerika. Denn unsere Themen heute sind Fußball, neue Wirtschaftspartner und das Kräftemessen großer Volkswirtschaften in Süd- und Lateinamerika. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Das war eine Meldung, die wohl die meisten Herzen von Fußballfans hat höher schlagen lassen. Jürgen Klopp, der einzige Trainer von Dortmund und Liverpool, beendet seine freiwillige Pause und kommt zurück. Aber nicht als Trainer, sondern er wird nun ja Weltfußballchef beim österreichischen Getränkehersteller Red Bull. Was er da machen soll und warum er das macht und was das beiden Seiten bringt, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Nicolas Lieben aus der Wirtschaftsredaktion in Hamburg. Schönen guten Morgen, Nicolas. Hallo. Hallo. Ja, Jürgen Klopp und Red Bull, wie kommt das? Passt das? Naja, großen Fußball-Sachverstand ist ja gar keine Frage. Und bei Red Bull sind ja auch viele Fußballvereine vertreten. Denken wir an RB Leipzig, denken wir an Salzburg, an New York, an Leeds, denken wir an Brasilien, da gibt es auch einen Verein und auch in Japan. Also er wird sich da schon einbringen können. Da geht es ja vor allen Dingen auch um neue Talente. Es geht um Ausbildung, um Trainerweiterbildung auch. Aber im Kern muss man einfach sagen, er passt so 100% in dieses Marketingkonzept. Da geht es ja sehr viel um Lifestyle, um Lebensgefühl, das man vermitteln möchte. Und wer Jürgen Klopp ein bisschen verfolgt hat, unter anderem auch in Liverpool, der hat gesehen, ja, sportlicher Erfolg war auch immer wichtig, aber er hat vor allen Dingen ja die Städte auch außerhalb der Stadien umgekrempelt, hat dann Zusammenheitsgefühl kreiert und hat, wie gesagt, ein ganz neues Flair reingebracht in die Städte. Und deswegen, wie gesagt, passt das. Man kann es nicht anders sagen, so 100% und ist Gold wert für die Marke. Mhm. Die Marke Red Bull ist ein starker Getränkekonzern aus Österreich. Der Gründer ist inzwischen verstorben. Wer steckt dahinter? Genau, sind immer noch die beiden Familien, Mateschitz und die thailändische Familie, die dieses Getränk quasi in früherer Generation entworfen hat. Wie gesagt, in Thailand eigentlich mal ein billiger Energy-Drink, vor allen Dingen für die Arbeiter, die dort waren. Das Ganze ist ja einem Zufall geschuldet. Anders kann man es nicht sagen. Dietrich Mateschitz war damals in Thailand unterwegs, war noch Manager bei einem anderen Unternehmen, hat vor allen Dingen Zahnpasta vertreten und hatte dort eine wichtige Konferenz, war aber völlig fertig vom Flug oder den Jetlag und ist dann da in einen Laden, in so eine Art Kiosk gegangen und hat gesagt, gibt es irgendetwas, was mir hilft? Und da gab es eben eine Dose Cutting Deng, hieß das damals noch. Kein Stier drauf, sondern eine Art Wasserbüffel und er war sofort begeistert davon, hat sich dann Jahre später das Patent gesichert und zusammen mit der Erfinderfamilie ein Unternehmen gegründet, dann eben Red Bull in Österreich. Mateschitz hält oder die Familie hält 49%, die Erfinderfamilie 51%. Und 87 hat man das Getränk dann eingeführt in Europa. Zunächst 1 Million Dosen. Heute sind wir bei ungefähr 12 Milliarden Dosen gelandet in mehr als 170 Ländern. Und Mateschitz, du hast eben gesagt, als er verstorben ist, hat ein Vermögen hinterlassen von ungefähr, man sagt so um die 35 Milliarden Dollar. Hört man den Unternehmensnamen, denkt man ja in erster Linie an die Energy Drinks. Red Bull will aber gar nicht so in erster Linie ein Getränkehersteller sein. Wie passt das denn zu dem, was die meisten so im Kopf haben? So gar nicht. Also auf den ersten Blick passt es halt überhaupt nicht. Energy Drink, klar, bringen auch Cola-Drinks raus und Mineralwasser und so weiter. Aber auf den zweiten Blick ist es einfach so, dass es Mateschitz nie darum ging, hat er auch selbst gesagt, Getränke zu verkaufen, sondern es ging eben darum, eine Marke aufzubauen und ein ja, Lebensgefühl zu kreieren. Und es gibt viele Geschichten aus dem Leben, aber eine war eben, dass man vor der Markteinführung dieses Getränk hat testen lassen von der Testgruppe. Und die Testgruppe hat gesagt, schmeckt grauenvoll, das kann man eigentlich nicht trinken. Und was hat Mateschitz gemacht? Er hat nicht die Rezeptur geändert, sondern er hat eine schicke Dose kreiert, neues Design, hat vor allen Dingen den Preis verdoppelt, um zu signalisieren, hey, bei uns, da gibt es was richtig Besonderes. Und dann hat er auch nie normale Spots genommen, TV-Spots oder sowas, sondern man hat die Dosen verteilt in Unis, bei Events, auf irgendwelchen Partys und ist damit tatsächlich gut gefahren. Am Anfang natürlich günstiger als TV-Spots, aber man ist dabei geblieben, kann es nicht anders sagen.
sagen aber, investiert sehr viel Geld da rein. Bei Coca-Cola sagt man ungefähr 7% des Umsatzes. Bei Red Bull sind es ungefähr 30% des Umsatzes, die ins Marketing fließen. Aber dieses Gefühl von Lifestyle, was sich auch und gerade über den Sport ausdrückt, heißt ja, dass dann auch gerade viel Geld in den Sport geht, oder? Ja, genau. Aber zum Konzern gehört natürlich viel mehr. Also wir haben in der Zwischenzeit TV-Sender, wir haben Zeitschriften, Tonstudios, Musikevents, Musiker auch, die unterstützt werden. Aber klar, Sport steht dann natürlich ganz vorne. Die Formel 1, Eishockey, Fußball gehört natürlich dazu. Und natürlich auch die Extremsportarten. Insgesamt, sagt man, stehen ungefähr 600 Sportlerinnen und Sportler bei Red Bull unter Vertrag. Kritik gibt es trotzdem oder auch an Red Bull. Warum genau? Na, Kritik gibt es immer wieder. Gibt es natürlich an Energy Drinks allgemein, weil es für Herz- und Kreislaufsystem nicht gut ist, wenn man davon zu viel trinkt. Es gibt viele Ärzte, die sagen, eigentlich müsste man da eine Altersbegrenzung einziehen. Es gab schon Ermittlungen wegen Todesfällen. In Frankreich war Red Bull eine Zeit lang verboten. Das hat sich dann aber nicht erhärten lassen. Es gab Todesfälle, allerdings muss man auch dazu sagen, bei Drehs für PR-Filme, beim Training, beim Sport selbst. Und natürlich steht Red Bull immer wieder in der Kritik, vor allen Dingen, wenn wir uns RB Leipzig anschauen, Fußball-Bundesligisten, weil viele sagen, da steckt gar keine Tradition dahinter, sondern einfach nur viel, viel Geld. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Fußball ist ein Geschäft. Borussia Dortmund an der Börse gelistet, FC Liverpool, da steht auch ein großer amerikanischer Investor dahinter. Und was will der? Geld verdienen. Dann sind wir wieder beim Sport und auch bei Jürgen Klopp. Für Red Bull ist das ein nachvollziehbarer Schritt, so eine Marke wie ihn zu holen, einen erfolgreichen Coach, aber auch für den Trainer selbst ein guter Schritt? Ach, ich kenne ihn ja nur von der Seitenlinie. Ich habe den Werdegang so ein bisschen verfolgt und weiß, was er bewirken kann in so einem Verein, in so einem begrenzten Umfeld, wenn er direkt mit Menschen zu tun hat. Jetzt hat er natürlich einen ganz anderen Job. Man muss sagen, der Verein Liverpool hat ihn sehr beansprucht. Er ist da sehr gealtert, kann man gar nicht anders sagen. Jetzt guckt er so ein bisschen von oben drauf. Ich glaube, das Leben ist ein bisschen ruhiger und die Möglichkeiten sind groß. Wir haben viel diskutiert oder wurde viel diskutiert, ob er möglicherweise als Bundestrainer irgendwann nochmal einen Job findet. Er hat keine Ausstiegsklausel, hieß es zunächst gestern. Hat er nicht bei Red Bull, aber der Vertrag geht über 5 Jahre. Und ich bin mir ja fast sicher, wenn er irgendwann mal sagt, jetzt möchte ich Bundestrainer sein, wird ihm Red Bull, glaube ich wenigstens, keine Steine in den Weg legen. Ja, das sind ja eigentlich vielleicht auch gar keine so schlechten Aussichten, auch wenn wir derzeit einen erfolgreichen Bundestrainer haben. Nikolas, vielen Dank. In der Tat, ja. So. Reisen wir weiter nach Asien. In Laos, da treffen sich gerade die 10 ASEAN-Staaten. Das ist die Region, die weltweit wirtschaftlich am stärksten wächst. Das ist die Region, die mit 680 Millionen Menschen einer der größten Wirtschaftsräume in Asien ist. Das ist die Region, die untereinander 99% ihrer Handelszölle abgeschafft hat. Und die Region, die trotz vieler religiöser, wirtschaftlicher und politischer Unterschiede recht erfolgreich kooperiert. Wir schauen das Ganze mal an, damit Sie wissen, wo wir hier jetzt sozusagen gelandet sind. Und Sie sehen, wer alles dazugehört. Von Myanmar angefangen im Norden, über Laos geht es dann runter bis nach Vietnam und Indonesien. Für Deutschland ist es ein wichtiges Gipfeltreffen. Die ASEAN-Staaten werden immer stärker, für Unternehmen nicht uninteressant. Sie sind eine Alternative, möglicherweise zum Handelspartner China. Aber vielleicht sind sie ja auch im Welthandel eine ernsthafte Konkurrenz in China. Diese Fragen gebe ich gerne weiter an Alexander Hirschle. Er ist Direktor des ASEAN-Hubs der Außenwirtschaftsagentur Germany Trade and Invest in Singapur. Schönen guten Tag, Herr Hirschle. Schönen guten Morgen nach Deutschland, aus Singapur. Ja, Sie waren erstmals im Umfeld dieser ASEAN-Summit mit vor Ort in einer der vielen Konferenzen drumherum, haben mit Leuten, Politikern, Wirtschaftsvertretern gesprochen. Was sind so Ihre ersten Eindrücke? Ja, ich bin gestern Nacht aus Vientiane zurückgekommen, einer kleinen, gemütlichen Hauptstadt am Mekong gelegen. Und ja, die Eindrücke waren sehr spannend. Ich habe hauptsächlich an Wirtschaftsforen teilgenommen, wo die Mitgliedsländer ihre Investitionschancen präsentiert haben, ihre Standortvorteile. Die Stimmung war moderat positiv, muss man sagen. Man merkt, dass die großen wirtschaftlichen Narben der Covid-Krise langsam verheilt sind. Die Wachstumsraten steigen langsam, übergreifend wieder. Das Wirtschaftswachstum, das BIP,
Die Inflation geht zurück, ein großes Sorgenkind der Bevölkerung dort. Und man schaut wieder optimistisch und chancenorientiert in die Zukunft. Zwei große Themen prägen dieses Summit, nämlich wie die ASEAN-Staaten zusammenarbeiten und wie friedlich die Region ist und bleibt. Auch Myanmar als einer der Mitglieder mit großen Unruhen. Welche Sorgen haben die ASEAN-Staaten, wenn es eben nicht friedlich bleibt? Stichwort Philippinen, Stichwort Taiwan und China, wenn da auch Konflikte zunehmen würden? Das bei den Wirtschaftsforen wurde es jetzt weniger intensiv thematisiert. Wie gesagt, es ging eher um Zukunftschancen und Standortvorteile. Aber natürlich schaut man sich in ASEAN und in Singapur ganz genau die Entwicklung der potenziellen Krisenherde hier an. Vor allem den potenziellen Taiwan-China-Konflikt, der bei einer etwaigen Eskalation natürlich verheerende Auswirkungen auch auf die ASEAN-Staaten hätte, weil es liegt vor der Haustür und man ist wirtschaftlich eng verflocht mit Taiwan und natürlich auch mit China. Sie sagten schon die geostrategische Lage. Wie viel Vorteil ist diese Lage und auch diese sehr, na sagen wir, resiliente sogenannte Bambu-Politik, also robust wie Bambus? Ja, das ist ein schönes Stichwort, also die Bambus-Politik der ASEAN-Staaten. Das bedeutet, man ist flexibel wie ein Bambus, man geht in die eine oder andere Seite, aber man schlägt sie nicht komplett auf eine Seite, um die Türen auf der anderen Seite zuzuschlagen. Das ist bestimmt die Politik auch zwischen den Großmächten. Und für ASEAN ist die geografische Lage ein großer Vorteil. Denn zum Beispiel beim etwaigen Konflikt zwischen Taiwan und China wäre die Katastrophe für die Weltwirtschaft, dass 50% des Welthandels hier massivst betroffen wären. Der Handel mit China natürlich, aber auch Taiwan, die Halbleiterschmiede weltweit, würde ausfallen. Und was oft vergessen wird, bei etwaigen Analysen auch der Handel mit Japan und Südkorea würde ausfallen, weil deren Warenaustausch größtenteils durch die Formosa-Straße geht. Südostasien, ASEAN liegt derweil südwestlich dieser potenziellen Krisengebiete. Das heißt, die großen Häfen und Flughäfen in Singapur, in Malaysia und auch in Thailand könnten weiterhin angeflogen werden. Und deshalb versuchen internationale Unternehmen im Rahmen ihrer Diversifizierungsstrategien ASEAN immer stärker zu nutzen als Hub. Und das merkt man auch an den Investitionszahlen. Im vergangenen Jahr gab es knapp 230 Milliarden US-Dollar an Direktinvestitionen in ASEAN. Das ist ein Rekordwert, eine Verdoppelung innerhalb von nur 7 Jahren. Und das sind mehr Direktinvestitionen, als nach China geflossen sind im vergangenen Jahr. Das zeigt schon einmal die Attraktivität ASEANs für internationale Firmen. Also Sie sagten bereits, die Staaten sind sehr breit aufgestellt. Sie sind kooperativ untereinander, sind aber mit Sicherheit auch Konkurrenz untereinander, wenn es darum geht, das umzulenken, was jetzt China nicht mehr leistet. Inwieweit sind Sie jetzt wirklich Profiteur der Spannungen zwischen China, USA, aber auch China und EU? Als Profiteur ist vielleicht schon zu viel gesagt. Das habe ich im Prinzip eben beantwortet. Mit der geostrategischen Lage, das ist in Asien eigentlich die prädestinierte Ausweichlocation für internationale Firmen. Es sprechen aber auch andere Vorteile für ASEAN. Es ist nicht nur die geostrategische Lage, es sind zahlreiche andere Dinge. Die hohen Wachstumsraten vor Covid ist die Region, war eine der wachstumsstärksten Regionen mit einem durchschnittlichen Wachstum von 6% pro Jahr. Und auf diese Raten kommt man jetzt wieder zurück. Man wächst stärker als China in den nächsten 10 Jahren. Man hat eine junge und in Teilen noch wachsende Bevölkerung. Das heißt, es entstehen Mittelschichten. Das ist ein attraktiver Abnehmermarkt für auch hochqualitative und hochpreisige Konsumgüter. Die einzelnen Länder versuchen, sämtlich ihre Industrien auszubauen, abzugraden, mehr Mehrwert zu schaffen. Das heißt, die Nachfrage nach Kapitalgütern, nach Maschinen wird in den nächsten Jahren hoch sein. Das bietet gute Geschäftschancen, made in Germany, für Ausrüstung und für Maschinen. Also von dem her ist die Region ein hochattraktiver Absatz, wie auch Beschaffungsmarkt für internationale und insbesondere für deutsche Firmen. Also auch eine echte Alternative, gerade für deutsche Unternehmen zu China. Es ist eine Alternative zu China. Es kann China nicht ersetzen. Ja, deshalb heißt die Policy auch China Plus One. Es ist eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen regionaler Diversifizierungsstrategien. Aber ersetzen ist sehr schwer möglich. Das sieht man schon an den reinen Dimensionen. ASEAN, wie Sie schon gesagt hatten, in der Anmoderation 680 Millionen Einwohner. Das ist die Hälfte der Bevölkerungszahl in etwa von China. Bei der Wirtschaftskraft sieht es noch deutlicher aus. Da kommt ASEAN derzeit nur auf knapp ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts von China. Daran sieht man schon, dass es aktuell China nicht ersetzen kann und auf absehbare Zeit. Aber es ist ein wichtiger und sehr wichtig und immer wichtiger werdender Baustein im Rahmen der Diversifizierungsstrategien deutscher Firmen.
Wenn man so perspektivisch guckt, also Partner für deutsche Firmen, können die ASEAN-Mitglieder China denn wirtschaftlich Konkurrenz machen im Welthandel, perspektivisch zumindest? Das wird, wie gesagt, eben schon relativ schwierig. Es ist natürlich auch, in ASEAN merkt man auch einen gewissen Wettstreit zwischen internationalen Firmen, zwischen chinesischen US-Firmen, die alle in die Region drängen. Es sind nicht nur deutsche Firmen. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn man hier die Zahlen analysiert, was wir hier von Germany to Invest täglich machen. Man sieht, dass bei den Investitionen in ASEAN die USA immer noch traditionell und immer noch der mit Abstand stärkste Investor sind. Ein Drittel der Investitionen in ASEAN kam im vergangenen Jahr aus den USA. Die ganzen großen Tech-Giganten, Google, Amazon, investieren Milliardenbeträge in Thailand, in Singapur, in Malaysia, in den Aufbau von Datenzentren. Während China sich da noch ein bisschen zurückgehalten hat, China kommt nur auf 8% der Direktinvestitionen. Mhm. Im Handel sieht das anders aus. Da kann man klar erkennen, dass die Abhängigkeit ASEANs von China deutlich größer wird. Mittlerweile kommen 25% der Importe ASEANs aus China. Das ist stark gestiegen in den vergangenen Jahren. Und das berichten auch deutsche Firmen, die hier in der Region aktiv sind. China tritt hier immer stärker und aggressiver als Wettbewerber und Konkurrent auf, dringt mit Kampfpreisen in den Markt, weil der Heimatmarkt etwas weniger dynamisch ist. Deshalb gehen die chinesischen Firmen auf die dritten Märkte hier nach ASEAN. Und das heißt, selbst wenn sie aus China rausgehen, sie werden China wieder treffen auf den Drittmärkten hier in ASEAN. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Im Frühjahr hat China erstmals aber die USA dann doch in Umfragen als Handelspartner überholt. Wer von diesen beiden großen Volkswirtschaften macht denn jetzt bei den ASEAN-Mitgliedern das Rennen? Das ist die Glaskugel. Wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Nein, das ist schwierig. Wie gesagt, im Handel wird es China wahrscheinlich deutlich aggressiver in den Markt treten, einfach auch aufgrund der regionalen Nähe schon. Bei den Investitionen wird es eine Zeit brauchen, bis China den Vorsprung der USA aufgeholt hat. Aber China ist ja auch dabei, in den Markt zu kommen. BYD, der große Kfz-Hersteller, hat sein erstes Werk in Thailand eröffnet. Andere Kfz-Hersteller aus dem Reich der Mitte ziehen nach. Das heißt, der Wettbewerb bleibt spannend mit ungewissem Ausgang. Herr Hirschler, haben Sie vielen Dank und herzliche Grüße nach Singapur. Herzlichen Dank. Ja, jetzt sprachen wir so oft über China und gucken uns das mal genauer an. Von Laos, also in die Volksrepublik, die gerade 75 Jahre alt geworden ist und zu genau diesem Ereignis dann überraschend mitgeteilt hat. Hört mal zu, Alemann, Kolumbien tritt jetzt unserer neuen Handelsstraße bei, unserer neuen Seidenstraße bei. Und übrigens wollen 20 weitere Nationen in Lateinamerika das auch noch tun. China ist jetzt bereits nach den USA der zweitgrößte Handelspartner Lateinamerikas. Wie verschiebt dieses Drängen Chinas in diese Region das Kräftemessen dieser internationalen Kräfte? In den USA und auch die EU sind ja dort auch wirtschaftlich und politisch aktiv. Was heißt das gerade für die Wirtschaft der EU und der deutschen Wirtschaft? Das bespreche ich jetzt mit Sandro Panagel. Er ist mir aus London von der LBBW zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Panagel. Schöne Grüße aus London. Ja, die Nachricht mit Kolumbien und der neuen Seidenstraße ist nur eine Nachricht von vielen. China baut in Lateinamerika sehr große Häfen, Autobahnen durch unwegsame Landschaften, riesige Eisenbahnstrecken, aber nicht nur das. Wie stark greift China insgesamt in Lateinamerika ein? Also wenn man sich die Statistiken ansieht, dann wird klar, wer in Zukunft in Südamerika die erste Geige spielen wird. Denn wie Sie schon erwähnt haben, ist Südamerika nicht nur derzeit der zweitgrößte Handelspartner des Kontinents, sondern auf absehbare Zeit wird China auch zum größten Handelspartner aufsteigen. Und das Land ist auch einer der größten ausländischen Investoren vor Ort. Das hat vor allem damit zu tun, dass chinesische Unternehmen vor allem in den Bereichen stark positioniert sind, die für südamerikanische Länder sehr interessant sind. Dazu zählt beispielsweise die Umwelttechnologie, genauso aber auch der gesamte Bereich der Elektronik und Kommunikation oder eben auch Unterstützung beim Abbau von Rohstoffen oder bei großen Infrastrukturprojekten. Das heißt, man muss sagen, China hat eine starke Stellung. Umgekehrt ist der Kontinent aber gleichzeitig auch ein attraktiver Absatzmarkt für chinesische Produkte. Nur eine Zahl dazu: Im letzten Jahr wurde in Brasilien, einem Land, das eigentlich traditionell sehr stark von westlichen Automarken dominiert wurde, bereits jedes dritte Elektrofahrzeug aus China importiert.
Das heißt, wir sehen in vielen Ländern der Region, dass chinesische Konsumgüter eigentlich schon Teil des Alltags geworden sind. Also Investitionsstandort, Absatzmarkt, Rohstoffmarkt. Wirtschaftliche Stärke bedeutet auch politischen Einfluss. Man kann große Häfen, Infrastruktur auch politisch, militärisch nutzen. Wie groß ist der politische Fußabdruck Chinas in der Region? Also Sie haben es schon angesprochen, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Vor allem muss man sich bei der wirtschaftlichen Expansion Chinas in verschiedenen Regionen der Welt immer vor Augen führen, dass die investierenden Unternehmen in der Regel in Staatsbesitz sind oder im Auftrag des Staates handeln. Das bedeutet gleichzeitig, dass nicht nur unternehmerische Aspekte bei den Investitionsentscheidungen eine Rolle spielen, sondern immer auch größere Überlegungen im Hintergrund stehen. Das können geopolitische Überlegungen sein, das können wirtschaftspolitische Überlegungen sein. Trotzdem muss man aber bei Südamerika immer sich vor Augen führen, dass der Kontinent nicht per se ein eigenständiger Block ist, sondern die Staaten durchaus unterschiedliche Interessen haben. Beispielsweise suchen Venezuela und Kuba vor allem aus systemischen Gründen die Annäherung nach China, während Brasilien vor allem auf wirtschaftliche und politische Kooperation setzt. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass unter anderem in Argentinien mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Milei sich die Beziehungen zwischen China und Argentinien eigentlich leicht abgekühlt haben. Das heißt, es kommt auch immer darauf an, welche Partei in den einzelnen Ländern gerade an der Macht ist, und das hat auch einen entscheidenden Einfluss auf das Verhältnis zwischen China und dem Kontinent. Interessant. Von außen betrachtet hat man das Gefühl, China handelt, Europa verhandelt. Beispiel, die EU wollte ja ein Freihandelsabkommen schließen mit den Mercosur-Ländern, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien. Das steht jetzt kurz vor dem Aus, es ist irre lange verhandelt worden und deutsche Unternehmen hatten eigentlich gehofft, dass es jetzt endlich mal kommt. Was hat das jetzt für Unternehmen aus Deutschland, das sind Hunderte vor Ort, denn vielleicht für Folgen? Also wie Sie es schon erwähnt haben, das Abkommen wird seit über 20 Jahren verhandelt und es scheint tatsächlich derzeit so, dass es auf der Zielgeraden scheitern würde. Man muss sagen, das Abkommen würde in vielerlei Hinsicht Erleichterungen bringen. Auf der einen Seite würde ein Großteil der Zölle auf die gehandelten Produkte fallen. Auf der anderen Seite würde durch das Abkommen auch ermöglicht werden, dass europäische Unternehmen und vor allem eben auch deutsche Unternehmen Zugang zu Staatsaufträgen bekommen, die gerade in Südamerika sehr lukrativ sind. Und unter anderem würde auch die Herkunftsbezeichnung europäischer Nahrungsmittel gesichert werden. Wenn das Abkommen jetzt nicht zustande kommt, dann wäre das auf der einen Seite für die wirtschaftspolitischen Beziehungen eigentlich ein großer Rückschlag, aber gleichzeitig auch für die strategische Positionierung Deutschlands und Europas in der Welt. Das heißt, es hätte in vielerlei Hinsicht negative Auswirkungen und man kann nur hoffen, dass die Verhandler jetzt auf der Zielgeraden doch noch zu einer Einigung kommen. Ja, gerade deutsche Lieferketten wollten ja ihre Lieferketten sicherer machen, absichern, die Abhängigkeit von China verringern. Investieren die denn da jetzt überhaupt noch? Also man muss sagen, dass die geopolitischen Spannungen in der Zukunft eher noch zunehmen werden als abnehmen. Das heißt, deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen werden nicht umhinkommen, ihre Lieferketten zu diversifizieren und unter anderem eben auch Südamerika stärker in den Blick zu nehmen. Der Kontinent hat eben vor allem im Bereich der Rohstoffe viel zu bieten, aber auch wenn man sich den Kontinent insgesamt als strategischen Partner heraussucht, kann man sozusagen auf der globalen Ebene auch wieder mehr Einfluss gewinnen. Das Problem ist natürlich, dass europäische Unternehmen und auch deutsche vor allem in den letzten paar Jahren sehr stark unter Druck geraten sind. Denken Sie an die verschiedenen energieintensiven Industrien, die vor allem durch die hohen Energiepreise im Zuge des Einmarsches Russlands in die Ukraine gelitten haben. Aber natürlich auch die zunehmende Konkurrenz aus Fernost spielt hier eine entscheidende Rolle. Trotzdem, wie gesagt, die geopolitische Situation wird dazu führen, dass man sich auf absehbare Zeit über die Risiken in der Lieferkettenstruktur Gedanken machen wird müssen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, geht man zu weit, wenn man sagt, hier ist eine Neuvertratung der globalen Wirtschaftsbeziehungen in Gange, die China unbeirrt durchzieht, während die EU und Deutschland recht unbeholfen daneben steht?
Also man muss natürlich sagen, dass China seine Position und seine wirtschaftlichen Beziehungen auch dazu nützt, auf der internationalen Ebene mehr Einfluss zu gewinnen. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass hier sozusagen eine Neuordnung der Weltwirtschaft vor uns steht. China versucht natürlich, das politische Gewicht auf der Weltbühne auch in seine Richtung zu ziehen. Dazu zählt unter anderem, dass man in etablierten Institutionen wie den Vereinten Nationen oder dem IWF mehr Einfluss gewinnen will. Gleichzeitig baut man aber auch neue Institutionen auf, wie die Asiatische Infrastrukturbank vor ungefähr 10 Jahren. Das heißt in Summe, es gibt eine Verschiebung des politischen Gleichgewichts auf der Welt, aber der Westen hat das Match um Einfluss noch nicht verloren. Herr Peinangel, haben Sie vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war's schon wieder von uns. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Da geht es darum, wie sich Erben in Deutschland, aber eben auch vor allem Nicht-Erben fühlen und was das wirtschaftlich bedeutet. Freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.